Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge hier von Miscreated. Wie man sich das schon denken kann, habe ich, glaube ich, die Abmoderation versaut. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt dabei, wie ihr es mitgekriegt habt. Wir wollen jetzt da das blaue Ding anfangen zu looten. Ich habe keine Ahnung, wie er da reingekommen ist. Tja, toller Auftritt von mir. Penner. Naja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie wir nach oben kommen. Wir müssen uns unbedingt auch mal eine Kiste craften. So ein Scheiß. Na, das lief ja mega. Gott, das habe ich, da stand er vor mir und war deutlich besser beim Schießen. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen Kim und Korn machen sollen. Ja, ich weiß, das war wahrscheinlich das eigene Problem, weil ich dachte, ich kann so ein bisschen aus der Hüfte schießen. Falsch gedacht. Jetzt haben wir auch eine Sonnenbrille. Finde ich nett, dass man so unterschiedliches Anfangsziel kriegt. Der Typ war ja echt nett. Danke nochmal, dass du mich nach oben geführt hast. Du wirst wahrscheinlich nie rauskriegen, wer ich bin. Oder mein Channel. Du wirst es vielleicht niemals sehen. Falls du es jemals sehen solltest, vielleicht irgendjemanden, der dich wiedererkennt, der zufällig meine Sachen... Man weiß ja nie, wie klein die Welt tatsächlich ist und wie viel Zufall es gibt. Danke, dass du mich so gelotst hast und mir so ein bisschen Einführung gegeben hast. Finde ich cool. Solche Spieler muss es häufiger geben. Ich meine, das war ja nun wirklich ziemlich actionreich, doch noch. Und dass er mich da so an die Hand genommen hat, fand ich geil. Fand ich wirklich gut. Danke nochmal dafür. Korrekter Typ. Ich nenne dich jetzt nur noch korrekter Typ. So, wie sieht's aus? Wir bräuchten ein bisschen Essen. Dann könnten noch mal essen. So, jetzt sieht's gut aus. Braucht man eigentlich für den Molly noch ein Feuerzeug? Gibt's sowas überhaupt? Ich hätte sonst einfach mal mit Molly auf ihn werfen müssen. Hm. Super, jetzt sind wir stundenlang nach Norden gelaufen, hatten kurz Anspannung und dann wieder gestorben. Was habe ich da gefunden? Eine Augenklappe, hier, bam, weg damit. Und wie einer von euch kommt und sagt mir jetzt, da hättest du aber eine Zwille drauf machen können. Das weiß ich nicht, ich kenne keine Zwille hier in dem Spiel. So. Ach ja, das muss ich hier so machen. Dann haben wir schon mal wieder korrekte Boots. Zum Glück hat man nicht so viel Munition. Das heißt, selbst wenn jemand meine Waffe klaut, würde er damit nicht so viel anfangen können. Die Waffe ist die Punkt. Eine Cargo Pants. Immerhin. Immerhin besser als das, was wir haben. Na, mal gucken, wie die aussieht. Naja, okay sieht die aus. Na, okay. Eine gepunktete Cargo-Pants. Ach, hier hatten wir die Schuhe her. Alles klar, hier waren wir schon. Ich komme mir vor mit der Kette, als ob ich mit der und der Cappy und den Shirts, als ob ich so ein Möchtegern-Gangster wäre. Ich bin so cool, Alter. Ich schwöre. Sag
Kacke, ich suche eigentlich einen Rucksack. Auto. Ja, der Typ war wirklich korrekt. Muss ich nochmal sagen. Wo ich jetzt am Auto so von wegen, ja, guck nochmal in die Autos und sowas rein. Der muss einem ja nicht die Tipps geben, ne? Hat er aber gemacht und das finde ich schon wirklich cool. Wir sind halt nicht die Profis, ne? Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeguckt, wie viele Stunden ich tatsächlich hier gespielt habe. Das war ja alles nur ein Schätzwert. Muss aber übrigens jetzt, wo ich das sage, Schätzwert deutlich mehr sein. Wenn ich überlege, wie viele Folgen haben wir schon? 150 Folgen mindestens hier von Miscreated mal 20 Minuten. Obwohl, hat jemand einen Taschenrechner? Kann das mal jemand nachrechnen? 150 mal, sagen wir mal 55, das passt eher. 25 Minuten. Die Brille, die wir haben, die behalten wir mal. Rechne einfach mal bitte, um ganz einfach zu machen. 150 mal 25. Dann kann ich in einer Zeit nämlich schnell weiterspielen. Ich kann das natürlich auch am Ende selber rechnen. Hier fehlt mir, hätte ich jetzt so einen Live-Chat, könnte mir das jemand reinschreiben. Das würde ich natürlich noch ein bisschen geiler finden. Das wäre noch interaktiver. Ich bin jetzt in irgendeiner Stadt und da hinten sind die Berge. Von Berg müsste ich aus die Küste sehen. Das Problem ist, und da hatte er natürlich recht, er hat ja gesagt, die Küste, das ist im Süden und die Stadt ist halt im Norden. Soweit gut. Aber woher soll ich denn wissen, wo Norden und wo Süden ist, wenn ich jetzt hier in so einer Stadt nirgendwo spawne? Aber wie willst du das jemand anders auch sagen? Ich meine, du kannst ja nicht von jedem Punkt, wo man spawnen könnte, ausgehen. Dann musst du in die... woher soll man das wissen? Das kann sich erstens keiner merken und zweitens kann das... das kannst du nicht erklären. Okay, ich bin voll mit Sachen. Schöner Apfel, der war lecker. Ein paar Vitamine, dann bin ich gesünder und viel sportlich fitter. Und kann viel besser schießen und reagieren. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt getroffen habe. Aber das ist das Problem, das ist ja nicht wie DayZ oder anderen Spielen, wo du das... Na gut, anderen Spielen. Auf jeden Fall wie in DayZ, wo du es dann sichtbar siehst beim Gegner. Das fehlt mir hier ein bisschen tatsächlich. Der mochte uns auf jeden Fall nicht. Der mochte uns nicht. Ich würde sagen, die City oben ist auf jeden Fall PvP und alles andere... Ja gut, das Airfield ist auch PvP. Ich hab aber, weiß ich nicht, habe ich mehr korrekte als Arschlöcher getroffen? Also korrekte Leute? Na super. Und ich überlege noch, wo ich noch meinte, oh, ich hatte das Scope und das war super selten. Ich habe es zum Glück auf Video aufgenommen, dass ich es überhaupt hatte. Oh, Radieschen! Alter, mega. Die will ich haben. Na super, jetzt habe ich eine Leuchtkugelpistole und keine Munition dafür. Naja. Tape, weiß ich nicht, wofür ich das brauche. Guck mal, bevor ich jetzt losrenne, möchte ich mal mit euch gucken. Was brauchen wir denn? Structure müsste das eventuell sein, ne? Wood? Ich möchte eine Kiste craften. Wo ist denn hier eine Kiste? Components. Walls nicht, Storage. Small Wood Crate. Aha. Shelter sind ja hier Unterschlüpfe. Walls gehören anscheinend auch dazu. Was ist in Walls drin? Walls und in Shelter sind Walls. Okay, Shelter Wall. Camo Wall, aha. Runs, Other, Lights, Furniture, sind Bänke und Sitzmöglichkeiten, Doors, Drying Rack? Kann ich da Fisch aufhängen oder was? Das sind so die einzelnen Sachen. Das hier braucht man. Daraus machst du Holzplatten und aus den Holzplatten brauchst du... Aha. Müssen wir uns mal überlegen. Hat er uns zu geraten, werden wir dann tatsächlich auch mal zukünftig in Angriff nehmen und ich werde ihn hoffentlich nicht das vergessen, was er gesagt hat, dass wir das tatsächlich auch machen. Mir fällt aber gerade auf, wo ich das mit Essen und Trinken und so sehe,
Essen und Trinken ist hier tatsächlich im Gegensatz, ja, auch hier mache ich wieder den Vergleich, nicht so wichtig wie in DayZ, wo du das für Blut und sowas brauchst, brauchst du hier wahrscheinlich auch, aber hier habe ich überlegt, das ist nur eine zusätzliche Komponente, die einfach nur deine Zeit im Hintergrund läuft, damit du was machst. Was würde passieren, wenn sie die Komponente Essen, Trinken rausnehmen würden? Es hätte eigentlich keinen Unterschied. Ich meine, gut, du kannst natürlich verhungern, aber wie wahrscheinlich ist es, dass du hier verhungerst? Dementsprechend ist es eigentlich eine überflüssige Komponente. Ich wollte nochmal oben rauf gucken. Die nur dafür da ist, dass du nebenbei noch ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger Slots hast, ein bisschen mehr Micromanagement betreibst. Nee, die Radieschen finde ich geil, die möchte ich behalten. Oh, 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 jetzt haben wir endlich mal was. Oh, und der hat sogar schon Stacheln. Alter! Der hat, ist ein Baseballschläger mit Nägeln drinne und ein Sägeblatt mit Stachel oder mit Draht befestigt. Guckt euch das mal an. Alter! Keine Ahnung, wie ich das wieder wegpacke. Ah, packt es nach einer Zeit von alleine weg. Also runter. Wo finden wir mal einen Rucksack? Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht jedes Gebäude durchgehen für so einen blöden Rucksack, aber einen Rucksack möchte ich schon alleine haben. Vor allem, wo ist Norden und wo ist Süden? Oh, das sieht gut aus. Ah, hier haben wir den Typen noch getroffen. Ist das nicht die Stadt? Könnte natürlich gut sein. Könnte sein, das weiß ich nicht. Ganz schön muskulös sind wir. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch das Ganze überlebt, weil wir uns immer wehren konnten. Und das ist die Brücke. Muss sie sein. Jetzt, okay, das sieht nicht gesund aus. Da hat jemand geworfen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, eine Mütze. Naja, und Stiefel haben wir schon. Ja, haben wir. Die dunklen sehen aber cool aus. Hier ist ein Weapons-Spawn. Dass er sowas weiß, das ist so krass. Ich möchte nicht wissen, wie viel... Ich hätte den mal fragen sollen, wie viele Stunden der gespielt hat. Aber nicht die Brücke, oder? Müssen wir mal gucken, ob das die Brücke ist. Metallplatten und Nägel. Hier hat schon jemand was abgelegt. Das ist die Brücke. Digi, danke für den Hinweis, in welche Richtung wir laufen müssen. Alter, was für ein krasser Typ. Ich werde mich vielleicht verlaufen. Das Problem an der Sache ist, er hat mir ja natürlich gezeigt, in welche Richtung wir laufen mussten. Aber dann sind wir noch ein bisschen kreuz und quer gelaufen. Vielleicht finden wir sogar den Waffenspawn wieder. Ja, da dürfte ja keine Waffe dran sein, weil wir schon da waren. Andersherum, wenn die Sachen hier nach Zeit und nach Aktivität in den jeweiligen Chunks gespawnt oder despawnt, und so könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dann haben wir auch noch eine Chance. Ich weiß, ich muss hier mal gerade auslaufen, ich laufe schon schief, aber hier war doch noch das Haus. Da ist die. Das ist es, glaube ich. Nee, das ist es nicht. Ich finde die Welt hier schon cool. Man müsste eigentlich mal eine echte Welt nehmen
und die so ein bisschen nachbauen, damit man auch noch ein bisschen mehr hat. Ich weiß natürlich nicht, ob das so ein PC überlasten würde. Zumindest das Spiel. Und ich habe das Gefühl, ich laufe nicht mehr 100% richtig. Ich finde das Waffenspawn. Ach, jetzt regnet's! Ist auch gar nicht dunkel geworden. Oh. Schade. Regen, schöner Detail, aber komm bitte, dann mach doch den Himmel dunkel. Beim Tornado geht's doch auch. Erst die Wolken, dann den Regen. Vor allem ist der Regen hier nicht so unendlich lange. Eigentlich echt gut gemacht. Ja, schreibt mal dazu, habe ich mich zu blöd angestellt mit der Schrotflinte? Oder was war das jetzt das Problem? Ihr dürft gerne einen Kommentar dazu schreiben, weswegen ich besonders schlecht gespielt habe. Ach, das mit dem Himmel stört mich gerade ein bisschen. Den Regen finde ich geil. Auch mit der Sicht und sowas, dass die so ein bisschen runtergeht dadurch und das Geräusch. Und denkt dran, wenn wir ein kleines blaues Zelt sehen, das ist das Seltenste. Es ist rare. Rare. Ich werde auch nie wieder wissen, wohin ich laufe. Ich mache hier mal auf. Ich habe ja schon erzählt, ich mache mal Aufnahmesession. Es kann mal passieren, dass ich nach einer Woche vergessen habe, dass ich dann immer gerade auslaufen wollte. Und dann irgendwie links laufe, weil ich da irgendwas Tolles sehe und dann nie wieder dahin finde, wo ich hin möchte. Ich finde den Baseballstich. Ich bewundere den gerade die ganze mit dem Sägeblatt drin. Also überhaupt nicht übertrieben. Ich glaube, hier sind wir lang. Wir sind hier den Berg hoch, ne? Können auch einfach auf der Straße dann laufen. Ich sehe jetzt nicht das Problem. Ich habe mich wenigstens gewehrt, auch wenn ich vielleicht nicht viel gemacht habe. Ich weiß es, man sieht es ja wie gesagt nicht. Vielleicht habe ich den ja zweimal voll getroffen, vielleicht auf einmal zweimal voll daneben geschossen. Ich kann es einfach nicht sagen. Och, ich mag die Blumen. Das meine ich nicht. Man müsste die Blumen hier noch einsammeln und daraus sich Heilkräuter basteln. Aber so oft, naja, so oft gibt es sie nicht, aber selten sind sie auch nicht. Oh, wir wollen hier nochmal gucken. Rucksack, ihr wisst, ich will einen Rucksack. Ich will einen Rucksack. Ich will einen Rucksack. Ich will einen Rucksack. Ja, cool, ich finde gar nichts. Das ist natürlich noch besser. Ja, yeah, ich bin cool. Hier kann man gar nichts, außer mich abknallen. Oh, da drüben ist ein Auto. Da würde ich natürlich gerne nochmal hin. Weil wir uns langsam natürlich auch dem Aufnahmeende entgegenbewegen. Könnte man natürlich sagen, ist bei jeder Aufnahme so. Ja. Irgendwann endet jede Aufnahme. Spätestens nachdem man sie angefangen hat, ist irgendwann mal ein Ende. Das ist das unweigerliche Ende von dem Ganzen. Da wird wahrscheinlich ein Grundstück hinter sein. Oh, eine Bushaltestelle? Gut, dann muss hier ja ein Ort sein. Wäre ich doch mal einfach diagonal gelaufen. Die brennt sogar. Da ist ein Auto. Das könnte man fit machen. Hat aber noch niemand was angefangen. Öl. Okay, kann ich jetzt nicht mitnehmen.
müsste man jetzt noch länger spielen, um tatsächlich das Auto fit machen zu wollen. Ich mache das mal wie folgt. Oh, den mag ich nicht. Hat jemand schon mal getestet, was passiert, wenn man sich in einem Auto ausloggt? Stirbt man dann? Steht man dann einfach da ohne Auto? Und warum sehe ich nichts? Doofer Regen. Irgendwas ist da hinten. Was ist das? Warum sind ein paar Häuser vor mir und da hinten ist irgendetwas und ich weiß nicht was? Aber was ist es? Das. Hoffentlich sehen wir dann in der nächsten Folge hier von Miscreated. Danke fürs Zugucken, danke, dass ihr wieder dabei wart. Denkt an Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Bin ich ja schon öfter darauf eingegangen. Und ansonsten gerne einen Kommentar schreiben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.